für mich war dieses Treffen mit den Brüdern urschön. Die waren so sehr offen. Am Anfang war ich ziemlich nervös, wie wir uns mit ihnen getroffen haben, weil wir gar nichts wussten von den beiden. Und dann haben sie uns aber sofort alles erzählt, ihre ganze Geschichte, und haben auch, waren sehr interessiert an unserem Projekt und haben, wollten auch wissen über uns, wer wir sind. Für mich und die Tara war dieses erste Treffen mit unserer türkischen Projektpartnerin sehr beeindruckend, weil wo ich ihr die Hand reichen wollte zum Gruß, hat sie diesen Gruß nicht angenommen, und ich war sehr verwirrt, warum, und sie hat es uns dann später auch erklärt, und zwar hat sie das deswegen gemacht, weil das aus ihrer religiösen Überzeugung aus nicht, sie darf das einfach aus ihrer religiösen Überzeugung nicht fremden Männern die Hand geben. Das ganze Thema an sich, Religionskonflikt und Christentum und Islam, war es war auf jeden Fall sehr überwältigend, weil ich mich mit dem davor nie wirklich beschäftigt habe, und die Tara auch nicht wirklich. Die Idee war dann, mit diesen Kunstbahnen eine Aktion stattfinden zu lassen, die wiederum unsere Partnerschule dann genauer geplant und durchgeführt hat. Und zwar haben die also die Idee gehabt, wir werden diese Bahnen, diese langen Stoffbahnen, in einem Kunstakt im öffentlichen Raum zerschneiden. Ich finde es sehr wichtig, manchmal so über den Tellerrand, über den schulischen Tellerrand hinauszuschauen. Man ist in so einer Schule mehr oder weniger wie in einem Biotop. Ja, man bewegt sich innerhalb dieser Wirtschaftsfächer eigentlich kaum aus der Schule raus. Und es freut mich besonders, dass ich mit dieser Schulkooperation, mit dieser etwas eben komplett anders gearteten Schulausbildung dieser Kunstschule Herbststraße im Prinzip einen Anknüpfungspunkt gefunden habe, auch für meine Schule. Hat mir als Person und als Mensch sehr viel gegeben und mich auf jeden Fall auch weitergebracht, was die Offenheit anderer Kulturen und Religionen anbelangt.